Sie sind das große, unbekannte Wesen. Wissenschaftler und Forscher suchen Sie zu ergründen, doch oft verbergen Sie sich, geben Ihre wahren Absichten nicht preis. Hofer, Trump, Le Pen. Wer wählt die Populisten? Liebe Zuschauer, das Thema der Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste heute Abend, Alexandra Föderl-Schmidt, Chefredakteurin und Mitherausgeberin der liberalen österreichischen Tageszeitung Der Standard aus Wien. Erik T. Hansen ist bei uns, Deutsch-Amerikaner, Autor, Journalist und Satiriker. Sie leben in Berlin, publizieren auf Deutsch. Pascal Dupont ist bei uns, Berliner Korrespondent von Radio France Internationale, der französische Auslandsrundfunk, vergleichbar mit der Deutschen Welle. Und Sie sind hier Korrespondent in Berlin. Und Reinhard Schlinkert, Wahlforscher vom Wahlforschungsinstitut Infratest DIMAP, vor allem die ARD-Wahlsendungen bedienen. Ja, wer wählt die Populisten? Fangen wir in Ihren Ländern an, Herr Hansen. Dass die Wahl von Donald Trump ist uns allen noch unglaublich gut in Erinnerung. Ist ja noch nicht lange her. Wer sind diese Wähler, die Donald Trump für viele doch überraschend den Weg ins Weiße Haus geebnet haben? Wenn er den Weg ins Weiße Haus gefunden hat, dann sind es 50% der Amerikaner. Dann ist es nicht mehr der rechte Rand oder die paar Verrückten oder die ganz Armen, sondern die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Und das ist das, was niemand erwartet hat. Es sind ganz normale Leute, bürgerliche Leute wie du und ich, die auf der Uni waren, die sonst vielleicht links wählen. Dieses Jahr haben die Trump gewählt. Haben ja auch viele Frauen Trump gewählt aus dieser bürgerlichen Mitte, auf die ja Hillary Clinton auch spekuliert hat. War das eine Überraschung für Sie? Das war natürlich total überraschend. Aber die Presse hat seine Frauenfeindlichkeit, seine angebliche Frauenfeindlichkeit, ziemlich hochgebauscht. Und das hat unter den extrem linken oder sehr gesetzten Bürgerlichen sehr viel Empörung ausgelöst. Aber was sie vergessen haben, ist, dass es in den unteren Klassen nicht verpönt ist, ein bisschen frauenfeindlich zu sein. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen, dass man nicht zum Establishment gehört. Mhm. Und er hat mit dem ganzen Pussygrab schon mit den ganzen, er hat sich lustig gemacht über behinderte Menschen, hatte ganz klar signalisiert, ich gehöre nicht zum oberen Establishment. Zu denen die Political Correctness praktizieren. Frau Föderl-Schmidt, wie sieht das in Österreich aus? Da ist die FPÖ ja gar keine so neue Partei, die war ja schon auch in Regierungen beteiligt. Wer wählt die Populisten in Ihrem Land? In Österreich gibt es mittlerweile eine eigentlich 30-jährige Erfahrung mit der FPÖ als rechtspopulistische Partei. Ihr Aufstieg hat mit Jörg Haider, der eben 86 Parteichef geworden ist, begonnen. Und mittlerweile im Unterschied zu dieser Zeit sieht man unter Heinz-Christian Strache, dem jetzigen Parteichef, hat sich ein relativ stabiles Wählersegment gebildet. Das heißt, früher gab es eine hohe Volatilität und auch sehr viel Auf und Ab in der Partei. Auch bei den Funktionären gab es einen hohen Austausch. Und jetzt ist es so, dass man sehr, sehr stark in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, auch in das Wählersegment Arbeiterschaft eingedrungen ist. Also eigentlich ein traditionelles SPÖ-Klientel, das man hier erobert hat. Und es sind vor allem Männer. Also das ist auch klar, die FPÖ wählen. Das hat man auch bei Hofer gesehen. Und auch jüngere und schlechter Gebildete. Also das sind die signifikanten Kennzeichen der Wählergruppe FPÖ. In Österreich. Herr Thibault, im nächsten Jahr steht ja in Frankreich auch eine Präsidentschaftswahl bevor. In Österreich ist das schon am übernächsten Sonntag. Da muss man noch sagen, der österreichische Bundespräsident hat zwar etwas mehr Macht als der deutsche, aber wesentlich weniger als der französische, der eher dem amerikanischen Präsidenten vergleichbar ist, wo sich die ganze Exekutive macht bald. Marine Le Pen, die Chefin des Front National, rechnet sich ja da immer noch Chancen aus, diese Wahl letztendlich zu gewinnen. Auf welche Wähler, auf welche Menschen in der französischen Gesellschaft kann sie sich da stützen? Ich würde sagen, das ist wie am Beispiel Trump oder am Beispiel der österreichischen FPÖ. Dadurch, dass diese Partei in manchen Regionen Frankreich, zum Beispiel am Mittelmeer, über 40,
45% der Stimmen erreicht, ist die Wählerschaft, zumindest in diesen Regionen, in diesen Hochburgen, ein verkörpert den Durchschnitt der Gesellschaft. Die ist mit Sicherheit schwächer unter Akademikern als unter den Nicht-Akademikern, aber man ist schon relativ weit weg von den Anfängen, als der Aufstieg des Front National begann, von vor rund 30 Jahren auch, wie für die FPÖ in Österreich, als es damals um alte Nostalgiker des französischen Algeriens ging oder rechtstraditionelle Katholiken. Die Zeiten sind vorbei. Diese Partei ist zum Beispiel die erste Arbeiterpartei Frankreichs mit einem sehr linkslastigen Programm, muss man sagen, mehr als zum Beispiel die deutsche AfD. Und sie punktet auch bei den jungen Leuten. Man sieht auch mit Marine Le Pen an der Spitze seit 5 Jahren auch, da sieht man auch oben in der Hierarchie der Partei mit jungen Leuten, mit Absolventen von Elitenschulen, da sieht man auch, wen man auch peu à peu ansprechen möchte. Jetzt haben wir, Herr Schlinkert, gehört, wie das in den drei Ländern, die unserem politischen System ja ähnlich sind, fassen wir es mal unter der Überschrift liberale Demokratie zusammen, wie es dort aussieht mit dem Wahlverhalten und den Anhängern von Populisten. Gibt es da in Deutschland Abweichungen oder kann man das auch so bestätigen, wenn wir den Wähler suchen, der populistische Parteien wählt? Also erst generalisieren kann man schon mal gar nichts. Man kann also auch nicht diese drei Länder mit Deutschland vergleichen. Es gibt nämlich schon mal einen ganz wichtigen Unterschied, dass in Deutschland fast 80% sagen, mir persönlich geht es gut, meine wirtschaftliche Lage ist gut. Dass auch um die 80 oder über 80% sogar sagen, die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist sehr gut. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Ländern. Gerade in Amerika ist ja mit den Unzufriedenen, die sagen, wir haben wirtschaftlich sind wir zurückgeblieben, sehr viel Politik gemacht worden. Bei uns, wenn man auch da muss man wieder ein bisschen genauer hinschauen. Die AfD ist ja nicht entstanden als eine Partei, eine rechtspopulistische Partei. Sie ist entstanden, als es um den Euro ging, als die Frage war, zahlt Deutschland und die anderen europäischen Länder die Schulden von Griechenland. Da ist die AfD entstanden. Euro war weg, die ganze Struktur der Partei hat sich geändert und dann hat es neue Themen gegeben. Und das entscheidende Thema wissen wir sehr genau, da haben sicherlich Länder wie gerade Frankreich schon viel länger mit zu tun, das war die Frage der Zuwanderung. Und wenn wir also heute schauen, wer wählt die AfD, wobei man auch sagen muss, dass die große Mehrheit der AfD-Wähler sagt, die Partei grenzt sich nicht stark genug nach rechts außen ab. Sie empfinden sich nicht als rechtsextreme Partei. Was allerdings natürlich auch für uns sehr auffällig ist, es sind eben sehr viel, sagen wir so, mit mittlerer Bildung Menschen, die dabei sind. Die mittleren Altersgruppen, in den Altersgruppen 29 bis 49, die besonders stark dafür anfällig sind, aber auch sehr viele, mehrheitlich Männer. Und nochmal, da kommt noch ein anderes Thema dazu. Wir haben ja in Westdeutschland jahrzehntelang über Ausländer nicht gesprochen bei Wahlkämpfen. Immer wenn das passierte, kamen sofort Rechtsparteien in die Landtage. Ob das Baden-Württemberg war oder Bremerhaven, gibt es ja immer noch. Oder in Hamburg knapp gescheitert oder bei Kommunalwahlen. Also hat man im Westen gesagt, wir reden nicht darüber. Erst seitdem wir wieder die Wiener Vereinigung haben und natürlich auch eine Bevölkerung in Ostdeutschland, die gesagt hat, oh wie toll, jetzt haben wir endlich die Demokratie und dürfen sagen, was wir wollen. Seit der Zeit wird das Thema auch Ausländer, Zuwanderung, deutsches Wesen, Islam, als letztes jetzt dazu gekommen, viel stärker diskutiert, als das vorher der Fall war. Populistisch heißt ja, kommt ja vom lateinischen Populus, Volk. Jetzt habe ich irgendwie in Frankreich, kann man das sagen, in den USA hat ja Trump, wie gesagt, die Hälfte der Wähler plus einige mehr noch auf seine Seite gebracht. In Österreich ist die FPÖ ja relativ stark, so zwischen 30 und 40%. Kann man ja sagen, dass das eine Volkspartei ist in ihren Ländern? In Österreich ist sie die stimmenstärkste Partei, wenn man den Umfragen Glauben schenken will. Also im Moment in Umfragen und das konstant seit vielen Monaten ist die FPÖ klar Nummer eins mit großem Abstand vor ÖVP und SPÖ, die ja noch die
Regierung bilden. Ich glaube, es sind viele Parallelen jetzt auch deutlich geworden in den ersten Wortmeldungen. Es sind vor allem Männer, es sind Leute, die enttäuscht sind, die Ängste haben. In Österreich sind es aber auch sehr viele mittlerweile junge Wähler, also Erstwähler, die finden es hip, die FPÖ zu wählen. Es sind nicht nur die in dem Alterssegment. Woran liegt das eigentlich, dass sie das hip finden? Ganz kurz. Weil die FPÖ mittlerweile als einzige Partei wirklich die sozialen Medien perfekt bedient. Also die brauchen auch die traditionellen Medien wie Fernsehen, Zeitungen nicht mehr unbedingt. Strache hat eine riesen Fangemeinde auf Facebook. Mhm. Die verstehen in diese traditionellen, also in diese Schichten einzudringen mit Mitteln, die traditionelle Medien nicht beherrschen in der Art und Weise. Und es ist einfach hip. Und Strache geht auch in Diskotheken und versucht ganz bewusst in dem Bereich auch Wähler anzusprechen. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir auf diese statistische Ebene gehen. Also Sie haben gesagt, mittlere Bildungsebene. Sie sagen mittlere Bildungsebene. Sie sagen meistens Männer. Ich glaube, das stimmt nicht. Vielleicht für die FPÖ, aber ich glaube auch das nicht. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir das Problem, dass es auch die Mitte erreicht hat. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich einen älteren Professor, links, super gebildet, anerkannt, er wählt die AfD. Ich habe einen Manager in einer Weltfirma, Globalisierung pur, er wählt die AfD. Eine Gymnasiumlehrerin, sie wählt die AfD. Eine Mutter von Kindern, deren Kinder in der Schule gehänselt wird. Sie steht total links, sie hasst Nazis. Ich glaube, sie wird aber die AfD wählen. Ich glaube, die AfD ist in der Mitte angelangt. Herr Schlingert, auch eine sehr heterogene Wählerschaft der AfD. Ich würde mal sagen, also Glauben ist ein Punkt. Wir haben ja eine ganze Reihe von Landtagswahlen gehabt, wo wir auch die Ergebnisse von der AfD gesehen haben. Und wir haben also gerade nur, um das auch mal nochmal zu sagen, wir haben in drei östlichen Bundesländern gerade eine Umfrage gehabt, wie der Wähleranteil der AfD aussähe, wenn sie wählen würden. Und in der Gesamtbundesrepublik haben wir sie im Moment bei 13%. Und wir haben dann extra in drei östlichen Bundesländern gefragt, was würdet ihr wählen, wenn Landtagswahl wären? Und was würdet ihr wählen, wenn Bundestagswahl wären? Wobei jeder weiß, es ist keine Landtagswahl, im Moment ist es keine Bundestagswahl. Der Unterschied war der, dass bei den Bundestagswahlen in all diesen drei Ländern die AfD-Anteile etwa 5% niedriger waren als bei den Landtagswahlen. Und wenn man dann die Leute fragte, welcher Partei traut ihr denn eigentlich zu, die Probleme eures Bundeslandes zu lösen, dann haben es noch gerade 7% gesagt. Die AfD ist also wirklich eine ganz genuine Protestpartei, wobei man mal sehen muss, sie ist eine Protestpartei von Menschen, die sagen, ich will Politik ändern. Ich will mehr Mitbestimmung haben. Die sind auch völlig gegen Integration von Ausländern. Also wenn man sagt, es ist wichtig, dass sie Sprachkurse machen, sagen die AfD-Wähler überhaupt nicht wichtig. Genau das Gleiche hat man über Trump und über den Brexit Ich spreche jetzt hier nicht über Zahlen, sondern ich sage nur darüber, der Unterschied ist da. Und ich darf auch noch mal sagen, die Umfragen für Trump, wenn ich 1000 Amerikaner befrage, bei 360 Millionen, habe ich einen riesigen Stichprobenfehler dabei, muss man auch sagen. Und in Brexit, die Umfragen sind fast alle online gemacht worden. Und Sie wissen genau, wie die Verteilung bei Online-Leuten ist. Ich will die Branche, um das noch mal zu sagen, wir sind keine Hellseher. Wir erfassen die Meinungen am Tag X von der Wahl. Und wir haben auch noch nie gesagt, am Sonntag wird die Wahl so ausgehen. Das machen wir dann, wenn wir den Exit-Poll gemacht haben, also vor der Tür bei den Wählern. Aber natürlich ist die Wählerschaft heterogen. Ich habe nicht gesagt, es sind nur Männer, die wählen. Aber es wählen mehr Männer diese Partei, als sie Frauen wählen. Ich habe auch gesagt, sie wählen nicht nur die mittleren Bildungsschichten, sondern wählen sie alle Schichten. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, an einer wählt sie nicht die Volksschule nicht oder die Armen, die Reichen. Das ist schon in allen, aber eben mit unterschiedlichen Niveaus angekommen. Darf ich noch mal zu den, es geht ja um die Wähler. Wer wählt diese populistischen Parteien, Herr Thibault? Machen die etablierten Parteien den Fehler, dass sie sich zu sehr auf die populistischen Politiker stürzen, die zum Teil ja auch dämonisieren, anstatt sich um deren Wähler zu kümmern und zu sagen, warum lassen sich die von diesen Parteien einfangen, machen sich zu wenig Mühe, den Leuten klarzumachen, dass der populistische Weg der falsche ist?
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. Also, und viele, viele Debatten, die man auch in den letzten Monaten in Deutschland gehabt hat um die AfD, erinnern mich auch an frühere Jahre in Frankreich. Und wo man wirklich eine Situation hat, in der politischen Debatte viele Themen von den Populisten, also von dem Front National, gesetzt werden und alle Parteien ein bisschen wie die Fliegen sozusagen um einen Topf Honig oder was weiß ich, drehen sich um diese Themen, debattieren sie mit der Neigung, das hat man eindeutig bei Nicolas Sarkozy gesehen, diese Themen zu übernehmen, in der Hoffnung, dadurch diese Wähler der Populisten zurückzuholen. Mit dem Ergebnis, das man am letzten Sonntag gesehen hat. Am Ende wählt man doch eher das Original. Wobei in dem Fall ging es ja um den sogenannten bürgerlich-konservativen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Genau. Da waren die Populisten ja außen vor, wenngleich ja auch Sarkozy versucht hat, genau dieses Pferd zu reiten. Wird dieser Fehler auch in Deutschland gemacht, dass sich die Politiker der etablierten Parteien zu sehr auf Frau Petri oder Herrn Gauland einschießen und völlig aus dem Auge verlieren, dass sie ja eigentlich deren Wähler überzeugen müssten, die ja nicht alle harte rechte Wähler sind und rechtsextremistisches Gedankengut haben. Ich glaube, in Amerika war es genauso, wie es hier sein wird. Also man haut auch in der Presse und von der Politiker aus den Dummen, auf den dummen Wählern, auf den dummen AfD, das sind alles Nazis und man haut und haut und haut. Aber keiner geht hin und sagt, Moment mal, warum trauen Sie der großen Koalition nicht zu, dieses Land zu regieren? Was sind ihre Probleme und warum werden diese Probleme nicht gelöst? Und das sind Menschen, jeder hat eine Wahl. Aber die sehen nicht, dass die große Koalition ihre Interessen vertritt. Und das ist auch wahr, eindeutig mit Hillary. Die haben alle gesagt, die Establishment, die vertreten nicht meine Interessen. Warum machen diese Parteien, die den Populismus beklagen und auch den Erfolg von populistischen Parteien, sich nicht mehr Mühe, potenzielle Wähler der populistischen Parteien zu überzeugen? Sind das zu viel Arbeit? Sie versuchen es, aber sie hinken immer hinterher. Also es ist so ähnlich wie in Frankreich, in Österreich. Die FPÖ setzt einfach die Themen. Und das Thema Ausländerzuwanderung wird konsequent, das hat jetzt auch eine Analyse gezeigt, seit 2005 beackert. Und man hat, ähnlich wie in Deutschland, dieses Thema in Österreich bisher nicht so sehr eine Priorität geschenkt. Die etablierten Parteien müssten ja im Prinzip sagen, wenn das... Durch die Flüchtlingsthematik ist das natürlich jetzt in den politischen Diskurs gespült worden. Und in Österreich hat es auch die Rhetorik in der Regierung verändert. Also man weiß oft nicht mehr, spricht jetzt ein FPÖ-Politiker oder einer aus der Regierung. Das heißt aber, die Parteien müssten ja dann auch begriffen haben, das ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt, Flüchtlinge zum Beispiel, dass sie sich eben auch die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen. Nehmen sie nicht ernst genug? Ich glaube, dass sie es versuchen, auf dieses Thema jetzt einzugehen, aber es ist zu spät. Es wird ihnen zum Teil nicht abgenommen. Und in Österreich ist es traditionell so, wenn ich Protest wähle, dann zücke ich die blaue Karte. Und da bei den Umfragen wird auch eine gewisse Schizophrenie immer deutlich. Also man wählt Protest, man will es denen da oben zeigen, denen in der Regierung. Und in Österreich ist schon der Fall so, dass über Jahrzehnte sich Rot und Schwarz, also Sozialdemokraten und die Konservativen, sich das Land aufgeteilt haben. Die Posten und das ist ziemlich gut durchorganisiert. Und viele Leute haben genau dieses System satt und glauben, mit einer Stimme für Blau zeigen sie ihren Protest, weil dann natürlich die Aufregung in dem Land immer groß ist. Aber umgekehrt, und das meinte ich vorher mit Schizophrenie, die Wähler, selbst diejenigen, und 40% der Österreicherinnen und Österreicher haben jüngst gesagt, sie haben zumindest schon einmal für die FPÖ oder einen ihrer Kandidaten gestimmt. Aber selbst diejenigen sagen, die FPÖ hat eigentlich nicht das Personal, um in eine Bundesregierung zu gehen. Die FPÖ hat eigentlich nicht die Lösungskompetenz und auch nicht die Antworten für die Probleme. Also die trauen dieser Partei, die sie wählen, eigentlich nichts zu. Aber sie wählen sie trotzdem. Möglicherweise ist das ja hier ähnlich. Herr Schlingert, geht es gar nicht mal so sehr um Euro früher und jetzt Islam und Flüchtlinge, als vielmehr es einfach den Etablierten eins auszuwischen. Das ist diese Abneigung gegen die Elite, die eigentliche Triebfeder für die Wahl einer populistischen Partei? Also, was aufgefallen ist in den letzten Monaten,
ist, dass diese ganze, dass die Bewegung eigentlich erst entstanden ist mit der Flüchtlingsfrage, als sie bei uns angekommen ist. Da wurden zum ersten Mal, und ich sage nochmal die Frage Themen, über viele Themen gesprochen, die viele, viele Jahre tabu waren. Es war einfach tabu, ich sag mal, darüber zu sprechen, ist es richtig, dass türkische Mädchen nicht am Sportunterricht teilnehmen. Da gab es also dann eine große Diskussion und jeder Normale sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder die Diskussion, die wir auch gefragt haben, muss man die Schulkantine umstellen, weil es muslimische Schüler gibt. Eigentlich ganz normale, triviale Dinge. Das Ganze ist aber dann letztendlich zu einem großen Bedrohungspotenzial gewachsen, als diese große Anzahl von Flüchtlingen zu uns kam. Wir hatten dann im Westen immer noch so 30-40%, im Osten 50-60%. Die sagen, das Ganze macht mir Angst. Und wenn wir fragen, warum habt ihr Angst davor, was macht euch Angst, gab es eigentlich zwei Punkte. Es ging nicht um Jobs, weil die Wirtschaft läuft super. Da hat man keine Angst vor, dass es da große Konkurrenz gibt. Es geht um Wohnen und es geht darum, dass der Einfluss des Islams zu stark werden könnte hier in Deutschland. Und das sind natürlich gefühlte Unsicherheiten. Die Sachen, die wir haben gestern in Sachsen eine Studie vorgestellt. Da sagen über 30% der jungen Leute, dass sich ihr Wohnumfeld durch die vielen Ausländer stark verändert hätte. Kann gar nicht sein, weil es eben nur 2% Ausländer in Sachsen gibt. Das sind gefühlte Bedrohungen, gefühlte Ängste davor, dass ihr ganzes, dieses, was wir jahrelang hatten hier, ein einfach normales, ruhiges Leben, Wohlstand für alle. Die Flüchtlinge blieben in Griechenland und in Italien. Deutschland hatte seine Ruhe und auf einmal kommen die alle. Und auf einmal werden ganz viele Dinge diskutiert, die jahrelang gar nicht da waren. Ob man das so tituliert und sagt, das ist so ein Anti-Establishment-Meeting, Vorgänge jetzt hier auch oder nicht. Also das mag dahingestellt sein, aber das Hauptthema ist nach wie vor wirklich Zuwanderung und deutsches Wesen. Darf ich noch mal die Frage noch mal wiederholen, Herr Dibo? Nehmen die Politiker der etablierten Parteien diese Ängste der Bürger zu wenig ernst? Auch wenn es irreale Ängste sind, sie sind ja oft irreale Ängste, aber es sind Ängste da. Wird das zu wenig ernst genommen? Ich befürchte, die nehmen diese Ängste zwar wahr, aber dadurch, dass sie nur die übrigen Politiker auf die Populisten starren, auf die Gefahr, die sie sehen, zu Recht oder zu Unrecht, dass diese Populisten noch an Bedeutung gewinnen, nehmen sie Entscheidungen, treffen sie Entscheidungen, wie in Österreich in Sachen Flüchtlinge, die eigentlich in eine sehr rechtslastigen Richtung gehen. Das heißt, man kann sagen, die nehmen vielleicht diese Ängste wahr, aber eigentlich die Lösung, die sie anbieten, bestätigen in direkter Weise das, was die Rechtsextremisten oder die Populisten vorschlagen. Ja, also Merkel, und bei den sozialen Fragen, die auch eine starke Karte sind in Frankreich bei der Front National, hat man auch das wird auch sehr stark ausgespielt. Gut, es gibt linke Kräfte, weiter links von den Sozialisten, die auch versuchen, da zu punkten. Aber Marine Le Pen spielt das völlig voll aus und ist, wie ich schon gesagt habe, die größte Arbeiterpartei mittlerweile. Und die anderen kommen da nicht ran, auch soziologisch bedingt, weil auch die Leute, die in diesen Parteien die Verantwortungen haben, haben häufig mit den Wählern, die eine Marine Le Pen anspricht, nicht mehr furchtbar viel zu tun. Die sind nicht genug vor Ort. Die Parteien sind auch bei uns sehr schwach zum Beispiel. Wenn man vielleicht auch mal kurz auf die Rolle der Medien auch kommen. Wenn man sich den US-Wahlkampf angesehen hat, da hat Donald Trump die Rampensau gegeben. Das wurde von den Medien transportiert. Und es gibt ja auch den Verdacht, dass das durchaus ihm geholfen hat, dass das seiner Popularität beigetragen hat. Und viele Medien somit auch unfreiwillige Wahlkampfhelfer für Donald Trump gewesen sind. Welche Rolle spielen die Medien? Die Medien in Amerika haben geglaubt, dass sie durch diese Berichterstattung, indem sie immer Trump als Idiot hinstellen, dass sie ihn hindern wurden. In Wahrheit aber, indem er sich wie ein quasi aus unseren Augen wie ein Idiot verhalten hat, hat er seine Wähler transportiert, dass er nicht zum Establishment gehört, dass er auf die Establishment pfeift. Und das hat ihm geholfen.
Und ich glaube, das gleiche Prinzip finden wir hier in Deutschland. Ich sehe, wenn ich die Medien aufmache, sehe ich nur eine unerträgliche, herablassende Attitüde gegenüber AfD-Wähler oder gegenüber Wähler, Menschen, die Ängste haben. Auch schon dieser Satz irgendwie, das sind irreale Ängste, weil es in Sachsen nur 2% Ausländer gibt, also 2% Muslime gibt. Das ist, sie sagen damit, ich verstehe diese Angst, aber ich lasse es nicht zu, weil ich nehme sie nicht ernst. Das haben Sie und das, falsch verstanden. Und Sie völlig sind nicht Teil der Medien. Aber ich meine, in den Medien höre ich immer wieder diese Sätze, diese Herablassung. Und irgendwann sagt man, hey, wenn die da oben mich so wie ein Kind verhalten, dann werde ich denen zeigen, wer ich bin. Und zwar mit einem Strich in der Wahlkabine an dem Tag. Würden Sie das auch so sehen, dass die Medien hier auch manchmal eine etwas unheilvolle Rolle spielen, eigentlich wider Willen? Ich glaube, unser Job ist zu berichten. Und ich glaube schon, dass ein Teil der Medien sich zu wenig auch um die Probleme der normalen Menschen kümmert. Wir sind alle Teil einer gewissen Bubble und nehmen die Probleme in unserem Bereich wahr. Und wir kümmern uns vermutlich als Angehörige auch von Medien, die auch eine gewisse Elite bedienen, weniger um Themen, die eben die breite Masse mehr beschäftigt als etwa uns. Und da fühlt sich vermutlich ein Teil der Bevölkerung nicht genug wahrgenommen. Nur noch ein Satz zu den Politikern. In Deutschland gibt es ja sehr viele Parteien. Und es ist ja nicht so, als wenn alle Politiker Ignoranten wären und die Probleme nicht sehen würden oder alle rechtsradikalen oder rechten Themen hinterherlaufen. Wir haben die Grünen, die alles andere sind, als zu sagen, wir folgen den Vorstellungen, die von weiter rechts kommen. Wir haben auch Frau Merkel, die auch nicht total umgefallen ist. Gut, es haben mir andere geholfen. Die SPD ist auch nicht eine, die jetzt also diesen rechten Thesen hinterherläuft und sagt, wir müssen die also noch stärker artikulieren. Also es ist ja nicht so, wir haben in Amerika gibt es halt nur zwei Parteien, ne? Bei uns gibt es ein Aber paar mehr. Aber wie populistischer schlingert werden denn die kommenden Wahlkämpfe werden? Also das ist ja immer, also Meinungsforscher, die behaupten, sie könnten in der Glaskugel lesen, was passiert. Die machen ihren Job nicht. Also unsere Aufgabe ist, Zustände zu erfassen. Und ich kann noch mal sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass eine ganze Reihe von Problemen in den Wahlkämpfen angesprochen wurden, die noch nie in Deutschland angesprochen worden sind. Also zum Beispiel, Islam ist ein Riesenthema. Und auch, ich meine, die Darstellung der Türkei mit Erdogan hat sich auch noch mal ein bisschen gewandelt. Oder die Probleme mit Russland. Also ich denke, es wird sehr, sehr viele Themen geben, die es noch nie gegeben hat. Ob man die dann sagt, sind populistisch oder was auch immer. Sie sind natürlich Themen, die Leute bewegen. Und die Menschen sind auch nicht blöd, Wähler, sondern wenn es über Themen nicht gesprochen wird, die Leute empfinden einfach, die sagen, da muss man doch einfach mal was gegen machen und es wird nicht drüber gesprochen, dann hat man natürlich Protestparteien, die entsprechend ihren Wahlzettel ausfüllen am Sonntag. Was ich immer schon wissen wollte und heute habe ich die Chance, Sie haben es ja jetzt wieder erklärt, es gab ja immer wieder verschiedene Protestparteien in Deutschland. Also ich war jahrelang auch Deutschland-Korrespondentin, kann mich erinnern an die Republikaner, an die DVU, die in Sachsen-Anhalt mal 12-13% hatte. 12,4, ja. Warum haben es die nicht geschafft, sich dauerhaft zu etablieren? Warum hat es die AfD geschafft? Und ist das vielleicht nicht auch ein vergängliches Phänomen? Vier Jahren etwa existiert, also die muss natürlich jetzt auch noch zeigen, aber dass sie sich... andere Parteien sind gekommen und wieder gegangen, das könnte auch auf die AfD zukommen. Ja, muss man gucken, wo die AfD ihre Wähler herholt. Sie holt sie, sagen wir so, ungefähr hälftig von den anderen, oder ein bisschen mehr als die Hälfte von CDU und SPD und Linke, auch ganz viele linke Wähler, die zur AfD gewandert sind, und von den Nichtwählern. Das heißt, sie haben tatsächlich Themen angesprochen, die viele Nichtwähler inzwischen... Aber was macht die AfD anders als zum Beispiel die DVU früher? Ja, die DVU war auf Sachsen, das war noch eine extreme Party, die DFU. Also die AfD scheint mir besser organisiert zu sein, weil sie Themen, die auch die DFU, deutsche Arbeit für deutsche Arbeiter und deutsch-national, besser... Ja, aber einfach besser organisiert. Die Frage war ja nach den Wahlkämpfen. Muss nicht auch Angela Merkel in dem kommenden Bundestagswahlkampf etwas wohlverstanden populistischer auftreten?
etwas stärker auch sagen, wofür sie steht, womit sie die Leute begeistern kann, so, um so auch näher an die Wähler ranzukommen? Was wir da nicht sehen, wir reden über die Parteien und über die Bevölkerung, die Wähler, aber was wir nicht sehen, und dass das Establishment in Deutschland sich gewandelt hat. In der Zeit der DVU hat Deutschland nicht versucht, die Schulden von Griechenland zu lösen, hat nicht mit Putin in die Augen geschaut und gesagt, du kommst nicht weiter aus der Ukraine. Deutschland jetzt ist eine Weltstaat. Es ist der Motor, führende Kraft in Europa. Europa ist der größte ökonomische Region in der Welt. Deutschland hat Sorgen, die auf einer Ebene sind, die ganz oben sind, die aber uns hier unten nicht berühren. Und deswegen fühlen wir uns hier unten. Ich habe eine Freundin, deine Kinder werden in der Schule von einem türkischen Jungen gehänselt. Die Schulleitung sagt, ich kann nichts machen. Das ist ihr Problem. Putin ist nicht ihr Problem. Erdogan ist nicht ihr Problem. Das ist alles nicht ihr Problem. Ihr Problem ist ihr Junge, das sie versucht zu erziehen. Und das hat Merkel aus den Augen verloren. Also die realen Probleme, das sind also andere jetzt. Dann nehme ich jetzt noch mal meine Frage auf, Herr Thibault. Angela Merkel, die ja das Feindbild der Populisten eigentlich in Deutschland inzwischen geworden ist, müsste die nicht auch diese Populisten mit deren Waffen schlagen? Muss sie nicht selbst im wohlverstandenen Sinne populistischer agieren? Also das mag sein, also aber auf jeden Fall natürlich nicht, indem sie die Argumente in einer Light-Version der Populisten übernimmt, was zum Beispiel die französischen Konservativen, Teile von denen, versucht haben zu machen. Ich glaube, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Sagen wir mal, vielleicht vom Stil her, vielleicht kann man darüber nachdenken, ob man nicht besser die Leute mit plakativen, aber sachlich fundierten Argumenten erreicht. Und ich glaube, ein Problem von Angela Merkel ist, dass solange sie eine von allen respektierten, anerkannten Kaiserin war, sozusagen, konnte man da dieses Vertrauen in Mutti haben. Aber jetzt, da sie so stark polarisiert, ist sie viel mehr unter Druck als bis jetzt, ihre Politik besser zu erklären. Das ist, glaube ich, bei ihr ein großes Manko, diese Kommunikationsschwäche, um zu erklären, wohin die Reise geht, warum man eine bestimmte Politik forciert, auf Dauer, welche Vorteile sie hat. Dieses Politik des Klein-Klein ist, glaube ich, auch ein Manko in diesen sehr unsicheren Zeiten, in denen sich die Wähler befinden. Sie haben gesagt, die sind auf einem Boot, aber es gibt vielleicht irgendwo einen Eisberg, aber man sieht überhaupt nichts mehr. Ja? Und ich glaube, da ist es auch wichtig in dem nächsten Wahlkampf, dass es anders gemacht wird. Ob sie es schafft, das weiß ich nicht. Ich muss natürlich sagen, Merkels niedrigste Popularitätswerte hatten wir zu der Griechenland-Krise, als hier in Deutschland über die vielen Schulden in Griechenland gesprochen wurde und die Menschen Angst hatten, dass sie bezahlt werden müssten von Deutschland. In dem Moment, als sie sagte, mit mir keine Eurobonds, ging ihre Popularitätskurve extrem nach oben und ist auch die ganze Zeit immer super gewesen. Das reichte auch völlig für die Wahlen, für die vergangenen Wahlen, weil klar war, es gibt keinen anderen, der unseren Wohlstand garantiert. Und wir sollten nicht vergessen, dass für viele Deutsche es, wie in allen Ländern auch ist, sehr, sehr wichtig ist, dass ihr persönliches Wohlergehen, das ökonomische Wohlergehen Deutschlands erhalten bleibt. Und deshalb nochmal, das mit dem türkischen Jungen, was Sie gesagt haben, ist völlig klar. Ich darf das sagen, meine Frau ist türkische Diplomatentochter, ist in Deutschland groß geworden. Deshalb durfte ich auch früher schon immer sagen, nicht alle Ausländer sind lieb, die hierher kommen. Es gibt auch welche, die sind nicht lieb. Ja, aber es hat es lange eben gegeben, dass man sagt, nein, die sind alle lieb. Ja, das gibt's nicht. Und es hat sich keiner auch getraut zu sagen, einfach über dieses Thema zu sprechen. Das habe ich vorhin ganz am Anfang gesagt. Das ist aber nicht populistisch, sondern das ist einfach, wenn ich Themen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, einfach entweder nicht zulasse, nicht diskutiere, dann kann es natürlich passieren, dass sie von anderen aufgenommen werden. Und dann kann ich sie sehr schwer einfangen, weil natürlich dann das Original gewählt wird. War mit den Grünen und der SPD ganz genauso. Das ist einfach so. Deshalb ist der Punkt, vorhin wollte ich Ihnen auch deshalb widersprechen, dass eben nicht alle Parteien in Deutschland ihre Position entsprechend dieser rechteren Position geändert haben. Der Punkt wird sicherlich sein, was passiert in den Wahlkämpfen? Kommt man wieder näher an die Leute ran? Was ist Ihnen wichtig? Was ist Ihnen zum Schluss wichtiger? Ist Ihnen wichtiger, die Turnhallen werden wieder leer? Ist Ihnen wichtiger, dass Sie keine Ausländer mehr sehen? Oder ist Ihnen wichtiger, dass Sie wissen, die deutsche Exportwirtschaft läuft weiter und garantiert unseren Wohlstand? Das vorherzusehen ist relativ schwierig, aber wir wissen eins, die Deutschen
liebenvolle Bäuche und die Möglichkeit, Milliarden in den Ferien auszugeben, um Urlaub zu machen. Darf ich vielleicht vorschlagen, einen kurzen Ausflug auf die andere politische Seite zu machen? Gibt es auch etwas wie Linkspopulismus? Manche sagen ja, dass gerade Attac und Blockupy-Bewegung, Anti-TTIP, wir geradezu den Populismus fast erfunden haben mit ihren früheren Aktivitäten. Als Globalisierungsgegner. Ja, die Linke als Partei, die ja auch jahrelang von den Proteststimmen profitiert hat. Das können Sie vermutlich besser erklären. Die Linke, ja. Das gab es und gibt es in Österreich bisher nicht. Also jeglicher Protest wird dann auf der rechten Seite. Also, aber diesen Protest gibt es aber sicherlich auch. Die Linke letztendlich aus der ehemaligen DDR, das war ja die SED, dann die PDS und dann die Linke. Das ist eine ganz andere Strukturbasis, als es auch im Westen hatte. Deshalb ja, gab sie auch die Frage, es war auch eine Protestpartei, die immer auf sich vereinigt. Und dann die WASG natürlich noch, die sich dann vereinigt hat mit der PDS zur Linkspartei. Gibt es da eigentlich zwischen dem Links- und dem Rechtspopulismus auch inhaltliche Berührungspunkte? Klar, Nationalismus. Also ich sehe in beiden Seiten, deswegen gehen so viele Linken zu der AfD, Nationalismus als Berührungspunkt. Nationalismus, und zwar nicht nur am Rande, also nicht nur dieser rassistische Nationalismus gegen bösen Ausländern, sondern ganz in der Mitte. Also die Proteste gegen Globalisierung, das ist Nationalismus. Das ist der Protest gegen Internationalisierung der Wirtschaft, Protest gegen EU, Protest gegen TTIP, gegen Freihandel in einem Exportland. Das ist Populismus, die in der Mitte vorkommt. Also richtig, dass es Leute aus der Mitte, die teilweise absurde Behauptungen in die Medien bringen, die dann ernst genommen werden, ich sage Klohündchen, um zu sagen, wir brauchen stärkere in der Wirtschaft stärkere Grenzen. Und das ist Nationalismus. Es gibt eine Grundlage für Nationalismus, der in den letzten 30 Jahren gelegt wurde, dass das Ausland böse ist, weil das Ausland kapitalistisch ist und uns irgendwie schaden will. Und dann ist nur ein kleiner Schritt von diesem ökonomischen Nationalismus zu dem Nationalismus, auch der Migrant will uns schaden und auch alle anderen wollen uns schaden. Also mehr Grenzen. Ich glaube, dass der Nationalismus und der populistische Nationalismus ist schon seit 30 Jahren in der Mitte der Gesellschaft. Das, was Sie vorhin gesagt haben über das sozialpolitische Programm von Marine Le Pen, ist ja auch sehr links, haben Sie gesagt. Das heißt also, auch hier gibt es eine, kann man eigentlich fast nicht mehr zwischen links und rechts unterscheiden, sondern es sind populistische Auffassungen, populistische Überzeugungen, die sich eben links wie rechts dann auch finden und sich durchaus ähneln. Also es gibt diese Gemeinsamkeit, aber es gibt natürlich Unterschiede. Also die Menschenrechte, die Toleranz, das Respekt von Grundrechten ist natürlich doch auch am ganz linken Rand, würde ich sagen, vertreten, während ich ihn auch, wenn Marine Le Pen sich anderes ausdrückt, das sehe ich nicht mehr, wenn man ihre Haltung sieht zu den Migranten, zum Thema Einwanderung, auch wenn sie eine andere Sprache pflegt als die ihres Vaters. Aber in der Tat, was Antiglobalisierung angeht, in Frankreich sehr stark vertreten, traditionell auch antikapitalistische Züge. Und das ist ein Unterschied, wie ich schon vorher gesagt habe, zum AfD-Programm. Man spielt auch sehr stark diese Karte, um auch die einfachen Menschen, die Arbeiter etc. zu locken. Das wird auch von den Rechtsextremisten in Frankreich auch sehr stark ausgenutzt. Und es gibt auch Übergänge. Zum Beispiel ein bekannter französischer Wirtschaftswissenschaftler ist jetzt Berater von Marine Le Pen und kommt eigentlich aus der ganz linken Ecke. Solche Beispiele gibt es auch. Ja? Und die zeigen, dass es vielleicht auch Gemeinsamkeiten gibt. In Österreich ist zum Beispiel spannend, dass die Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterkammer, also die Interessensvertretung der Arbeitnehmer, dass die sehr parallel agieren mit der FPÖ, wenn es gegen Arbeiter aus Osteuropa zum Beispiel geht. Also die waren da in der Abwehr, dass die Freizügigkeit rasch aufgehoben wird. Die waren da auf einer Linie und umgekehrt, also wenn man die Grünen im EU-Parlament beobachtet hat gegen TTIP, die müssten ja eigentlich jetzt jubeln, weil Trump gesagt hat, wir machen das nicht. Alle Linken in Deutschland sind die haben absolut auch populistisch agiert. Das hat ja jetzt auch Sarah Wagenknecht in der Bundestagsdebatte gestern gezeigt, dass sie eigentlich vieles von Donald Trump ganz gut findet, nur dass er keine Reichensteuer einführt. Das findet sie nicht gut. Das ist bei Donald Trump vielleicht auch nicht zu erwarten. Herr Schlingert, wir haben drei Länder, Frankreich, USA und Österreich, wo
populistische Parteien, in Österreich waren sie auch schon in der Regierung beteiligt, eine sehr starke Stellung haben. Bei uns sind die ja nicht so stark. Im Moment liegt das vor allem an der wirtschaftlichen Stabilität in Deutschland und ist hier bei uns unter den Populisten eben dieses sogenannte neurechte Gedankengut besonders stark vertreten. Konzentriert es sich vor allen Dingen auf diese Gruppierung? Ja. Also erstens muss ich noch mal sagen, man kann diese drei Länder ja nicht vergleichen. Ich meine gerade Frankreich. Frankreich hat ja nun schon seit Jahrzehnten Riesenprobleme mit Immigration. Also das hat sie auch ganz andere. In Österreich geht es wirtschaftlich gut. Ja, ja, das wollte ja, ich gerade sagen. Aber ich will nur mal sagen, was ich verglichen also habe, war das in allen drei Ländern anders. Entschuldigung. Ja. Dass in allen drei Ländern, in den USA, jetzt durch die Wahl Trumps, in Frankreich und in Österreich die populistischen Parteien offenbar wesentlich stärker sind als die populistischen Parteien in Deutschland. Die Frage ist, woran liegt das? Liegt das vor allen Dingen an der wirtschaftlichen Stabilität bei uns? Liegt es daran, dass diese Partei eben bei uns nicht so heterogen ist wie in anderen Ländern? Und, ich glaube nochmal, dass es auch was mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Wir haben ja ganz, ganz lange uns auch wirklich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, nicht getraut zu sagen, es gibt auch böse Ausländer. Die nationalsozialistische Vergangenheit hat allen Menschen hier in Deutschland sehr, sehr lange nachgehangen und wirkt ja immer noch nach. Und es ist eben was anderes, wenn Deutschland gegen Zuwanderer und gegen Ausländer extreme Maßnahmen ergreift, als das in anderen Ländern der Welt ist. Ich kann mich erinnern, ich war in Amerika, als damals dieses ICE-Unglück war. Da wurde ein Bericht gezeigt, also ein kurzer Ausschnitt über die Verletzten, die da waren. Und der Rest war über die schlechte Technik von Siemens-Zügen, ja? Was das für ein Mist war. Und wir können uns alle vorstellen, was passiert wäre, wenn diese Flüchtlinge an der österreichischen deutschen Grenze da im Schlamm gelegen hätte, wie die Welt über Deutschland in der Berichterstattung hingegangen wäre. Und dieses Gefühl, was wir ja dann auch alle in der Schule mitbekommen haben, ne, dass wir eben lange gange Zeit kein vernünftiges Verhältnis im Umgang mit Ausländern und diesen Problemen der Zuwanderung und Beschäftigungsproblemen hatten, weil nie darüber gesprochen worden ist. Das wird zum ersten Mal, sagen wir, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren diskutiert. Und zum ersten Mal wird offen in Deutschland darüber gesprochen, dass es da eben auch Probleme gibt. Und zum ersten Mal gibt es eine Partei, das ist eben die AfD, die das ganz offen ausspricht und ganz viele Leute eben auch aus allen Schichten der Gesellschaft, unterschiedliche Mengengerüste, um das mal nochmal klar zu machen, findet, die sagen, jawohl, die haben recht. Da muss drüber gesprochen werden. Und ich denke, das ist eine ganz neue Entwicklung bei uns hier in Deutschland. Wie stark das letztendlich bei der Bundestagswahl sein wird, die im nächsten... Wo ist das Potenzial dieser Partei insgesamt? Was schätzen Sie? Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Da müsste man Hellseher sein. Die Geschichte, aber wir sagen, es kommt zum Schluss... Wahlforschung macht dies ja und versucht das ja zu ergründen. Zum Schluss wird die Frage sein, bei der Bundestagswahl im September 2017. Was wollen die Deutschen wählen? Wollen sie politische Stabilität wählen und weiter Wohlstand und Exporte und soll es uns allen gut gehen? Oder wollen wir wirklich eine Veränderung der Gesellschaft hier haben? Wollen wir eine veränderte Gesellschaftsform haben? Und das vorherzusagen, ist, sage ich nochmal, relativ schwierig. Sie können sich an Oder-Hochwasser erinnern, wo auf einmal alles die ganze Stimmung umschwang. Wir hatten Nahostkrieg, damals den Irakkrieg, alles wurde ganz anders. Damals, aber weiß man nie. Wie wird es in Österreich ausgehen am 4. Dezember? Was denken Sie? Es gibt nicht wirklich valide Umfragen. Alle gehen eher von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Man wird sehen am Wahltag. Also es ist sehr schwer, eine Prognose zu wagen. Die Weltstimmung, sage ich mal, spricht eher für Hofer. Umgekehrt die Van der Bellen-Wähler, die ihn bisher für ihn votiert haben, die wissen, worum es geht. Mhm. Was glauben Sie, hat Marine Le Pen tatsächlich eine Chance? Im Moment sagt man ja, Abstand zwischen einem bürgerlichen Kandidaten und Le Pen etwa so 20% im Moment noch. Genau, also seit Monaten zeigen die Umfragen, dass der Abstand doch so groß wäre. Man will und muss hoffen, dass es dabei bleibt. Sicher ist wahrscheinlich am heutigen Tag, dass sie sich für die Stichwahl qualifizieren wird, dass sie bestimmt die meisten Stimmen beim ersten Wahlgang bekommen wird. Heutzutage wären es um die 30%. Und dass sie bei der Stichwahl, je nachdem wer gegen sie antritt, und das wird wahrscheinlich ein Konservativer sein, vielleicht bis 40, 45% erreicht.
Das ist viel zu viel. Aber alle Politologen sprechen von einer sogenannten Glasdecke, die die Partei nicht durchbrechen könnte nach oben. Mir wäre ein etwas robusteres Material lieber. Und nach und Trump, Brexit etc. Glas bin ich etwas vorsichtiger geworden. Kann springen. Wie glauben Sie, Sie beobachten die Situation in Deutschland ja auch sehr genau. Wie wird sich das, die AfD noch Potenzial nach oben? Ich glaube, wir werden die gleiche Überraschung erleben, dass wir mit dem Brexit und Trump erlebt haben. Ich glaube, die AfD wird bis zu 30% im Bundestag sitzen. Und ich wäre eigentlich überrascht, wenn es nicht mit den Linken zusammen eine Regierung bilden könnte. Das ist ja also ich bin begeistert dafür. Wir sollten Sie direkt engagieren als Wahrsager. Wir können leider jetzt mit dem Wahrsagen nicht mehr viel anfangen, weil die Sendung, die Sendezeit zu Ende ist. Ja. Aber das werden wir uns jetzt merken, was Sie gesagt haben. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.